Okay, die können auch so ein bisschen krallen und hapsen. Das sieht aber eigentlich relativ friedlich aus. Oh, stopp! Was tust du? Ich glaube, die haben so einen Patchy Charge. Das müssen wir nochmal testen. Oh, wow, 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 wow. Hallo und willkommen zurück zu Jurassic Ark. Wir haben hier ein kleines Problemchen mit unserem Brunnen. Ich weiß nicht genau, was da los ist, aber ich denke nicht, dass das der Wind sein kann. Das ist ein bisschen ulkig. Ja, die Sonne geht langsam wieder über unserem Park auf. Und wir haben natürlich super viel vor heute. Wir haben hier drei krallige Gesellen, die unbedingt ein neues Zuhause brauchen. Und ich denke, das machen wir heute mal. Wir haben hier drei Raptoren, drei unterschiedliche. Den Jurassic Ark, den normalen und in der Mitte den Velociraptor. Die sehen ziemlich cool aus. Und ich denke, wir bringen die mal hier unter. Neben unserer Chilosaurus-Bar. Da passen die, glaube ich, gut hin. Und ich habe auch schon so eine Idee, wie wir das machen könnten. Ich denke, wir nehmen wieder die coolen S-Plus-Glaswände und schauen mal, was wir aus denen dann Cooles bauen können. Ich denke, hier an der Seite müssen wir das so ein bisschen umbauen. Die Sachen sind so ein bisschen im Weg. Die nehmen wir einfach mal so teilweise raus, denke ich. Die stehen da zu weit hinter. Und dann schließen wir dieses Geländer hier ein bisschen weiter vorne ab. Damit das Raptorgehege auch bis zum Weg vorgeht. Hier so rüber. Das könnte ziemlich cool aussehen. Und dann können wir natürlich aus der Chilosaurus-Bar raus die Raptoren beobachten. So ist der Plan. Also hier ist ein Stein gespawnt. Wir haben aus irgendeinem Grund ziemliche Probleme mit Ressourcen-Respawn. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich habe mal die Einstellung hochgedreht für den Resource-Respawn-Block. Also man kann hier einstellen, wie hoch die Reichweite von den Foundations ist. Aber es könnte sein, dass die Modded-Bauteile zum großen Teil keinen Ressourcenblock haben. Das sieht zumindest so aus. Also ich denke, die S-Plus-Sachen haben das schon. Bei den Echo-Bauteilen bin ich mir nicht so sicher. Und ich glaube auch die meisten Fences, die wir sonst so benutzen, zum Beispiel die Jurassic Ark Fences und so, die haben keinen Ressourcenblock. Das heißt, wir müssten irgendwie Fence Foundations verteilen oder so, damit da nichts mehr nachspawnt. Weil gerade in den Gebäuden wollen wir das natürlich nicht haben. Das ist ein bisschen uncool. Also ich vermute, dass es da dran liegt. Hier drin sieht es jetzt erstmal gut aus. Aber wenn ich so überlege, hatten wir ja auch Respawn in unserem Crafting-Gebäude. Und das ist alles S+. Also möglicherweise ist da auch gerade so ein Ark-Problem am Laufen. Das müssen wir einfach mal beobachten. Das kann ich jetzt auch noch nicht so ganz sagen, was da schief läuft. Aber ich bin auf jeden Fall immer wieder am Ressourcen abbauen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier habe ich einen Respawn in dem Crafting-Tisch drin. Diese Palme hier, die wächst unter dem Haus. Die gehört nicht zu dem Tisch. Und ich weiß nicht so recht, was wir da machen sollen. Die gehört, soweit ich weiß, nicht zum Tisch dazu. Die müsste auch da ins Gebäude reinwachsen. Da waren auch so ein paar andere Sachen, die ins Gebäude reingewachsen sind. Aber das ist so das Prominenteste. Der Balkon sieht so schön aus. Super cool. Können wir gleich ein paar Orangen mitnehmen. Okay, da unten ist ein Trike unterwegs. Ja, der Stein. Habe ich den nie rausgenommen? Könnte sein, dass der auch respawned ist. Na gut. Wir fangen jetzt einfach mal an hier mit dem Raptor-Gehege. Den habe ich, glaube ich, nie rausgenommen. Der darf da sein. Wir machen das einfach hier vorne am Weg entlang und schauen, dass das irgendwie mit dem Schildkrötengehege möglichst gut zusammenpasst. Nehmen wir mal so S-Plus-Fence-Foundations und zwar die aus Metall und diese Glass-Walls. Vielleicht brauchen wir auch noch so ein paar andere Foundations, mal gucken. Die S-Plus, die sind manchmal so ein bisschen komisch beim Snappen. Vielleicht gehen wir da einfach mal bis hier hin. So. Und bam! Wir könnten ja hier erstmal eine Mauer machen. Das würde vielleicht ganz gut aussehen. Erstmal so. Wunderschön. Zaun.
Railing. Und dann nehmen wir hier diese coolen Betonwände, die wir haben, und machen das da dicht. Ungefähr so. Bam, bam. Und ab hier gibt es dann Fenster, so der Plan. Dann haben die Raptoren so eine Ecke, wo sie sich ein bisschen verstecken können und nicht beobachtet werden können. Die freuen sich da bestimmt. Und ich denke, wir drehen das immer gleich nach außen, dass wir da später keine Komplikationen haben. So. Okay, das snappt jetzt automatisch richtig. Das ist gut. So. Und ich weiß nicht. Ist das cool? Ich glaube, das ist cool. Das ist halt jetzt nicht direkt an den Weg angepasst, aber wir können ja noch so ein paar Bänke und so mit hinstellen, dass man da so ein bisschen stehen kann und so reingucken kann. Das ist bestimmt auch cool. Ich habe eine Idee, wir machen das. Das ist zu krass. Pick up. So. Wir machen das so. Bam. 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 Und dann machen wir hier wieder in die Richtung. Dann können wir nämlich aus dem Weg raus, der zur Chilosaurus Bar führt, auch zu den Raptoren hier reingucken. Ja, das ist cool. Ich setze mal die ganzen Foundations. Das dürfte einen Moment dauern. Und dann gucken wir, wie wir das genau machen. Was wir da alles draufsetzen. Auf jeden Fall wieder Fenster, S-Plus-Windows. Um die ganzen Bäume rum. Ich denke, das sieht ziemlich cool aus. Ich finde die Ecke richtig schön hier. Gefällt mir mega gut. So. Und ja, das geht jetzt natürlich nicht so ganz auf. Aber mein Gott, ist halt nicht perfekt. Wäre ja auch langweilig. Ja, so viel erstmal zu unserem Respawn-Problem. Das sind eigentlich die Eingänge in unsere Gehege. Jetzt ist hier dieser riesige Fels respawned. Und wir haben hier überall nur diese Arc Fences. Ich glaube, wir haben ja keine Foundations. Da stehen zwar die Gates, aber die stehen, glaube ich, auch einfach nur auf dem Boden. Und die haben, glaube ich, standardmäßig auch selbst bei Vanilla keine Resource Prevention Values. Das heißt, wenn ihr irgendwo so ein Gate hinstellt, dann können da trotzdem die Steine respawnen, auch im Vanilla Arc. Wenn ihr aber Fence Foundations oder Foundations nutzt, dann eigentlich nicht. So, und hier haben wir zum Beispiel S plus Stone Fence Foundations. Und der Fels hier ist direkt in den Foundations respawned. Also, ich gehe davon aus, dass das gerade ein Arc-Bug ist, ehrlich gesagt. Möglicherweise ein Arc-Singleplayer-Bug. Sowas in der Art. Die sind immer relativ häufig. Singleplayer wird meist erst nach Multiplayer gefixt. Das könnte gut sein. Da können wir wohl momentan nichts dran machen. Okay. Jetzt sind wir hier schon ein ganzes Stück weiter. Und es gibt schon wieder so ein paar Sachen, die hätte ich fast anders gemacht jetzt im Nachhinein. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch schon. Ah, hier müsst ihr noch irgendwo ein Tor installieren. Das haben wir beim letzten Mal eigentlich auch schon so überlegt, dass ich zum Beispiel nicht die normalen S plus Fence Foundations nehmen würde, sondern fast eher die Special S plus Fence Foundations. Vielleicht kennt ihr die. Die haben wir ja unten bei den Wassergehegen benutzt, ne? Das sind diese, sehen aus wie zwei senkrechte Balken und da kann man dann die ganzen Wände dran snappen und die sind dann alle auf gleicher Höhe, was halt super cool ist, wenn wir zum Beispiel sowas machen wie hier und da solche Railings drauf platzieren. Das passt jetzt von der Höhe nicht so ganz, das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Egal, wir machen das jetzt mal so und schauen mal, wie es aussieht. Ich denke, das geht so, oder? Die Höhenunterschiede sind jetzt zum Glück nicht so krass. Aber vielleicht hätte es ein bisschen besser ausgesehen. Fürs nächste Mal. Okay. Und die Raptoren, die sind schon so ein Stück größer als ich. Ich denke, ein bisschen. Die können ja auch gut springen. Also ich hoffe, das ist hoch genug für ein Raptorgehege. Aber ich glaube, die bleiben da drin. Gehen wir mal davon aus, dass da Strom auf den Zäunen oben ist. Das sollte die dann erstmal drin halten für einen Moment. So, bis zum nächsten Stromausfall. Die... Okay. Was war das? Können wir dich da wieder rausnehmen? Concrete Railing. Komische Sachen passieren hier. Ich habe mich für die mit Licht entschieden. Ich finde, das sieht irgendwie super cool aus.
Richtig schön Hightech. Und auf der Chilosaurus Bar ist oben auch so ein Raptor drauf. Also hier muss auf jeden Fall das Raptor-Gehege mit dazu. Das passt ganz gut. So. Bam. Und bam. Jetzt brauchen wir noch zwei Fenster. Die sind schon wieder aus. Und da brauchen wir dann noch ein Gate. Dann nehmen wir dann wahrscheinlich einfach so ein ganz normales Dino-Gate. Da kommen die Raptoren auf jeden Fall durch. Passt mit der Palme gerade so. Zäune müssten fast ausreichen. Vielleicht brauchen wir noch einen Zaun oder zwei. Könnte reichen. Und dann brauchen wir den Model Selector natürlich wieder. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie auch bei dem Dillo-Gehege. Da können wir uns so ein bisschen was abschauen hier. Können wir das da schnappen. Ach so, wie gehen wir es nochmal? Rechtsklick, ne? Set. Bam. Dann machen wir das hier genauso. Okay. Das ist so praktisch. S Plus ist einfach gut. Ach, ohne S Plus undenkbar. Okay. Ja, das wird dann super ähnlich. Aber ich finde, das sieht trotzdem cool aus. Ich finde das einfach, das Design finde ich einfach super. Das können wir ruhig übernehmen. Oben haben wir jetzt noch die Zäune drauf, dass hier auf jeden Fall niemand rauskommt. Die sind ein bisschen größer, die Raptoren. Bei den Dillos haben wir oben dann gar nichts mehr drauf. So, jetzt noch die unteren. Hä? Wieso? Wieso? Model Index Set. Vielleicht waren wir nicht nah genug dran. Okay. Sieht doch gut aus. Danach brauchen wir noch den Transparency. Die Transparency Gun, dass wir das so ein bisschen undurchsichtig machen, dass das so wie Glas aussieht. Momentan sieht es so aus, als würden wir da sofort gegenrennen und uns die Nase einhauen. Bam! Das wollen wir nicht. Lieber sind die Scheiben so ein bisschen dreckig oder einfach ein bisschen abgedunkelt. Okidoki. Wir haben jetzt natürlich wieder ziemlich große Mauern hier drin stehen, aber das ist halt nun mal ein Dino-Park, ne? Die Dinos, die sollen ja nicht auf den Wegen rumlaufen, sondern in ihrem Gehege bleiben. Da braucht man halt Mauern, ne? Ich finde, das sieht ganz cool aus. Jetzt haben wir da überall Mauern hinter den Schildkröten. Da kommen gleich noch die Zäune drauf, die so ein bisschen leuchten. Und dann sieht das wieder ein bisschen cooler aus. Oh yeah, so sieht es doch ziemlich cool aus. Was sagt ihr? Schön grün und mit viel Glas. Das werden die Raptoren wahrscheinlich nicht so gut finden, aber die Zuschauer dann vielleicht. Okidoki. Jetzt bringen wir die mal da rein. Das ist jetzt soweit fertig. Ich habe da so Palmen überall mit reingestellt. Das sind, glaube ich, so Bananenpalmendinger. Bananenpflanzen. Und dieses Thimbleweed heißt es, glaube ich. Das sind diese kleinen Pflänzchens, die wir auch schon bei den Dillos, glaube ich, mit drin haben. Ich finde das irgendwie cool. Das versteckt die Dinos so ein bisschen. Und macht es irgendwie so ein bisschen creepy. Die können sich da drin dann verstecken und plötzlich rausspringen, wenn sie wollen. Wir nehmen die drei jetzt mal mit. Und wir könnten die natürlich vorher nochmal testen. Das haben wir noch nicht so wirklich gemacht. Vielleicht sollten wir das nochmal vorher. Die so kurz ausreiten und mal gucken, was die so können. Die Sättel habe ich natürlich schon wieder weggebracht. Oder? Du hast noch einen Sattel. Wieso hast du keinen Sattel? Du brauchst einen Jurassic Park Raptor Sattel. Den haben wir schon hergestellt. Aber den habe ich extra zu Hause gelassen, damit wir nicht überladen sind. Den müssen wir mal fix holen. Und dann bringen wir die. Dann testen wir die noch kurz und bringen sie dann in ihr neues Gehege. Mal schauen, wie das da drin aussieht. Ich weiß nicht, die sind schon ziemlich groß. Also, vielleicht hätte ich die Mauer ein bisschen größer machen sollen. Aber ich finde, dann sieht es wieder so verbaut aus. Wir hätten halt die großen Fenster nutzen können, ne? Jurassic Park Raptor Sattel. Die Dinger hier, die hätten wir nutzen können, aber das ist vielleicht ein bisschen groß für einen Raptor, ne? So groß sind die auch wieder nicht. Die haben schon am Boden hier so eine hohe Stufe. Das gefällt mir nicht so gut. Die sieht nicht so schön aus. Das nehmen wir dann für die richtig großen Dinos wieder. Okay, jetzt gucken wir mal kurz, was die Spezielles können. Die beiden speziellen Raptoren. Die normalen. Du kriegst jetzt deinen Sattel. Erstmal Gewicht abbauen. So. Und das ist ein normaler Raptor. Die sehen schon super cool aus seit dem Patch. Und die können aber immer noch nicht viel tragen. Was haben wir denn dabei, was so schwer ist? Vielleicht die Palmen, die ich vergessen habe, wegzupacken?
Noch ein bisschen Gewicht, oder? Die müssen ja sonst nichts können, die Raptoren. Außer gut aussehen. Ja. Okay. Hüpf und beiß. Und das war's dann eigentlich schon, oder? Reicht ja eigentlich auch. Hüpfen und beißen. Mehr muss ein Raptor nicht können. Und du? Gucken, was du kannst. Du kannst ihn noch nicht mal bewegen, wenn ich auf dir sitze. Okay, du brauchst ihn nicht. Die kriegen aber gut dazu. Der kann nicht springen. Der kann beißen. Okay, der kann nur beißen. Beißen und krallen. Yeah. Also praktisch so wie die alten Raptoren, ne? Du bist noch ein alter Raptor. Aber die haben so ein cooles Leopardenmuster. Das sieht schon ziemlich witzig aus. So ein leichtes Leopardenmuster und so ein paar Haare auf dem Kopf. Und Rennstreifen natürlich. Jetzt haben wir noch die Velociraptor. Die haben auch zu wenig Gewicht. Oh, die fauchen. Die stehen immer so ein bisschen auf dem Boden, also ja, so ein bisschen schräg und so. Das ist ein bisschen komisch. Je nachdem, wo man die parkt, stehen die manchmal richtig komisch da. So zum Beispiel. Okay, die können auch so ein bisschen krallen und hapsen. Das sieht aber eigentlich relativ friedlich aus. Oh, stopp! Was tust du? Ich glaube, die haben so einen Patchy Charge. Das müssen wir nochmal testen. Wow, 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 wow. ETF. Die sind mega schnell. Die haben so einen krassen Charge. Die gefallen mir immer besser. Und? Die können springen. Boah. Mal gucken, was die an Schaden machen, oder? Können wir mit dem so ein bisschen kämpfen? Wie viele Hitpoints hast denn du? Das ist ein bisschen wenig. Das ist besser. Und Stamina hat ja scheinbar gereicht. Ja, das reicht ziemlich gut. Nice. Die sind echt cool. Wollen wir den Dödi anpacken? Wir müssen nur aufpassen, dass die Rexe nicht Wind davon bekommen, dass wir hier kämpfen. Die sind dann sofort da und wollen mitmachen. Okay, das macht gar nichts. Das, dann läuft er einfach nur. Und das hat jetzt auch nicht viel gemacht. Oh doch. 138. Okay. Und wenn wir den einfach nur so hapsen? Auch 138. Macht also genauso viel. Aber das hier ist cooler. Aua. Der Rex hat nichts gemerkt. Die sind ziemlich schnell. Und haben auch echt viel Ausdauer. Tja, so schnell kannst du nicht laufen, was? Also ich weiß nicht, die großen Kämpfer sind es jetzt eher nicht, würde ich mal sagen. Ist immer noch ein kleiner Raptor? Habe ich mein Fernglas nicht mehr dabei? Oder können wir das nur nicht nutzen, wenn wir auf dem Tier sitzen? Ah, wir müssen absteigen. Wow. Der hat nicht allzu viele Hitpoints, den schaffen wir. Au! Der Rex hat nichts gemerkt. Die machen wir weg. Ein paar Levels und so. Okay, ich glaube, wir schaffen ihn. Die sind irgendwie super süß. Die kleinen Mini-Velociraptoren. Die sind zwar ziemlich klein, aber die sind schon ziemlich gut gebaut. Also ziemlich kräftig. So. Super cool. Erstmal was futtern, ne? Das war anstrengend. So wie durch die Gegend gesprungen. Okay, dann nehmen wir die jetzt alle mit und bringen die nach Hause. Dann müssen wir so einen kleinen Umweg gehen. Das wird jetzt alles so ein bisschen labyrinthartig langsam. Der Park wächst. Und wir müssen jetzt immer auf den Wegen bleiben. Der Rest ist langsam zugebaut. Kommt mal hier mit hinter. Da ist der Eingang. Ich denke, dass wir... Das ist die Chilosaurus-Bar. Ach, da fehlt noch ein Zaun, ne? Den habe ich noch dabei. So. Und... Bäm! Nicht, dass da einer ausbricht.
Hier geht's durch zu den anderen Gehegen und zu unserem Crafting-Gebäude. Und ich denke, wir lassen hier dann den Durchgang zu dem Gehege, dass wir da von hinten die Dinos einladen können, reinbringen. So, Manuel, viel besser. Kommt mal rein. Und auch der Jurassic Park Raptor, bitte. Der hat nicht so Bock. Komm mal her jetzt. Komm mal zu mir. Hier bin ich. Hallo. Was tust du? Komm mal zu mir. Der kriegt das nicht so auf die Reihe. Den müssen wir nochmal extra holen, glaube ich. So, hat es doch geschafft? Nee. Kommt mal zu mir. So. Du kommst hier vor. Die machen richtig Spaß zum Reiten. Den Sattel nehmen wir dir mal ab. Und ich weiß nicht, ob wir die auf Wandering stellen sollen. Ich mache das immer ungern. Ich denke, wir lassen die so drin stehen. Nicht, dass die abhauen. Und du kriegst auch den Sattel ausgezogen. Und kommst vielleicht auch so ein Stück weiter mit vor. Oder wir stellen dich auf den Baum oder so. Geht das? Kommst du hier hoch? Komm mal her. Komm zu mir. Hey, du. Eieiei, die hören heute mal wieder überhaupt nicht. Ein bisschen trainieren, glaube ich. Geh mal oben auf den Baum drauf. Komm mal hier hoch. Ja, das ist gut. Die... Okay, und den holen wir noch mit rein. Kollege? Der hat eigentlich auch einen Sattel, ne? Wenn du zu doof bist, dann reiten wir dich hier rein. Okay, geht doch. Die Drohung hat gereicht. So. Stell dich mal vor den Fahnen. Ja, das ist gut. Bleib mal hier stehen. Und? Ausgezogen. Perfekt. Dann könnt ihr eigentlich so stehen bleiben, ne? Ich stell die mal alle auf passiv, dass die... So, das müsste passiv sein. Dass die nicht durch die Gegend rennen, das müssen sie wieder umparken. Und was bei One Ring passiert, das sieht man hier auch mal ganz gut bei den Trikes. Die hängen meistens immer links hinten in der Ecke, alle drei. Einer ist ausgebrochen, der hängt jetzt hier in der Wand. Das ist einfach uncool, die hängen immer in den Wänden, die Tiere. Deswegen stelle ich die nicht so gerne auf One Ring. Außerdem brechen die dann teilweise auch noch aus, dann muss ich sie wieder einsammeln. Genau, was muss ich euch noch zeigen? Ich muss euch noch kurz zeigen, was sich an den Wassergehegen getan hat. Da hat sich nämlich auch was getan. Da schauen wir noch mal kurz runter. Das sieht ziemlich cool aus inzwischen. Obwohl ich da auch noch so ein bisschen begrünen muss, glaube ich, bei den Fröschen. Das haben wir auch noch nicht ganz fertig. Aber das wird auch immer besser. Hier tut sich was. So, jetzt muss ich kurz da runter. Der Park ist schon ziemlich groß. Und die Sonne geht schon wieder unter. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Hier wollen wir durch. Ich lasse das Ding da mal stehen. Gehen wir zu Fuß weiter. Hier wird es langsam eng. Und? Da kommen wir irgendwie auch hoch. Hier gibt es einen Geheimgang. Da sind jede Menge Frösche drin. Die sitzen, glaube ich, noch so ein bisschen weit hinten. Ne? Die müssen wir auch noch so ein bisschen umparken. Aber wir haben jetzt Frösche. Belzebufos. Die sitzen da im Wasser. Super cool. Den müssen wir noch Schilder hinstellen, ne? Dass wir wissen, was da drin ist. Hier sind ganz viele Caprosurus drin. Da schwimmen zwei. Und da stehen dann nochmal drei oben auf der Plattform, ne? Seht ihr noch mehr? Ich glaube, da hinten ist noch einer. Ja, neben dem Baum. Neben dem Mangrovenbaum. Also da sind einige drin. Die schwimmen da alle und warten auf die nächste Fütterung. Wir brauchen immer noch Sarkos, da habe ich immer noch keine gefunden, beziehungsweise noch keine geholt. Was machst du denn da? Hält den Schwanz hoch. Und ja, wir bräuchten noch so ein paar Basilos. Das ist kein Basilo, ne? Das ist irgendwas Besonderes. Was bist du? Du bist ein Suchomimus, genau. Hier hätte ich noch einen Basilo. Ach, die heißen nicht Basilo, das sind ja die Fische. Mann, es gibt so viele Dinos inzwischen. Wer soll denn da noch durchblicken? Die Suchomimus und diese anderen Fisch. Zweibeinigen Fischfresser. Naja, ihr wisst schon, wen ich meine. Von denen brauchen wir noch mehr. Baryonyx heißen die natürlich. Die sehen auch ganz ähnlich aus. Die sind, glaube ich, eng verwandt. Die können wir zusammen in ein so Gehege packen. Die sind ja auch gleich groß praktisch. Und sehen wir noch das Ding hier wieder mit. Unsere Gyrosphere. Dann sieht es da unten schon viel besser aus. Dann haben wir das schon ganz gut besiedelt. Jetzt
müssen wir noch das Schild für die Raptoren aufstellen und dann sind wir, glaube ich, für heute langsam schon wieder fertig. Wir haben schon wieder gut was geschafft. Ein neues Gehege. Die Rexe warten noch auf ihr Gehege. Ja, ihr wisst ja, wer alles wartet. Die stehen hier schon länger, die meisten, ne? Die Vogelvoliere müssen wir auch noch machen. Eieiei. So viele große Pläne. Da müssen wir uns echt Gedanken machen, wie wir das genau umsetzen. Nee. Schluck trinken. So, wunderbar. Das sieht aber, finde ich, ziemlich cool aus. So, das können wir lassen. Ich habe hier mal so Akazien hingestellt mit so kleinen Azalea-Blumen. Sieht auch super schön aus. Jetzt stellen wir noch das Schild auf, dass jeder weiß, was da drin ist. Als wüssten wir nicht, was Raptoren sind. So, für die nicht so Dino-Bewanderten. Bäm! Super cool. Raptor-Dossier. Und damit steht, glaube ich, das Raptor-Gehege. Super nice. Da hinten steht er auf dem Baum. Und den hier vorne, den sieht man fast nicht. Der versteckt sich da im grünen Kraut. Super gut. Und ich glaube, wenn wir vielleicht hier vorne noch ein bisschen Kraut, das sieht so unbewachsen aus. Wenn wir in die Chilosaurus-Bar gehen, dann müssten wir die auch alle ganz gut sehen. Da sehen wir einen. Den anderen sehen wir auch, zumindest den Schwanz, der wedelt da so. Wenn wir nach hinten durchgehen, auf die hintere Terrasse, dann stoßen wir erstmal mit dem Kopf gegen die Lampen, ist ja klar. Oh, das ist ziemlich flachdachig hier. Habt ihr es gehört? Wer war das? Ich hoffe, hier sind keine fremden Dinosaurier eingedrungen. Da in der Richtung steht irgendwo einer im Gebüsch, wisst ihr noch? Da ist er! Da sieht man ihn. Die verstecken sich also ganz gut. So wie sich das gehört für Raptoren. Aus dem Hinterhalt zuschlagen. Okidoki. Das ist das neue Raptor-Gehege. Mir gefällt es super gut. Haben wir wieder so ein bisschen ähnlich gemacht wie das Dillo-Gehege. Aber ich finde das echt schön so. Das gefällt mir. Ich glaube, das sind alles die Raptoren. Die machen alle so ein bisschen unterschiedliche Geräusche. Was ich wirklich noch vermisse, sind die alten Raptor-Geräusche. Die Raptoren zu Arks Anfangszeiten gemacht haben. Das war dieses Glucksen und Röhren. Das war so cool. Das war dieses typische Raptor-Geräusch. Das fehlt mir echt in Ark. Das wäre super cool, wenn sie das wieder bringen könnten. Finde ich viel besser. War so ein bisschen nervend. Also die meisten Leute haben sich, glaube ich, gefreut, dass das abgeschafft wurde. Aber sie müssen es ja vielleicht nicht ganz so oft machen, sondern ein bisschen seltener. Das war auf jeden Fall das typische Raptor-Geräusch, was mir am Anfang immer Schauer über den Rücken gejagt hat. Raptoren waren ziemlich gefürchtet zu Arks Anfangszeiten. Okidoki, jetzt haben wir diese super coolen und schlauen Jäger bei uns im Park. Gefällt mir richtig gut, das neue Gehege. Ich hoffe natürlich euch auch. Für heute müssen wir damit erstmal wieder Schluss machen. Es gibt noch super viel zu tun, aber das machen wir dann an einem anderen Arktag. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.